Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Krone der Schöpfung Box von Local Bastards. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Krone der Schöpfung von den Local Bastards, das Ganze gestern am Freitag, den 14. Juni erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box, die ist noch verschweißt, wie wir sehen können. Und bevor wir die Folie abnehmen, nehmen wir uns noch kurz diesen Sticker hier vor. Hier lesen wir Local Bastards Krone der Schöpfung Limited Box. Auch wenn das Wort Box hier etwas abgeschnitten ist, also B und halbes O sind noch erkennbar. Tonträger RK239, also das dürfte wohl die Katalognummer sein und darunter ein Barcode. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Hier seitlich einmal einschneiden. Am besten hier bei der Schweißnaht. Jawohl. So. Gut, wir haben hier eine schwarze Metallbox vorliegen. Die ist in Hochglanz gehalten. Allerdings die Oberseite, also hier dieses Cover, ist so etwas matt und hat so eine ganz eigene Struktur. Ihr könnt das hier sehen, so ganz feine Körnung. Und dann haben wir hier einmal das Albumcover, also hier diesen Totenkopf, diesen Schädel hier mit diesen Lederriemen am Kopf und dann hier so diese Nägel eingeschlagen, also das hier dann wohl die Krone in diesem Fall. Und hier unten lesen wir dann den Interpretentitel, also die Band Local Bastards und darunter Krone der Schöpfung. Ja, das Ganze in einer Metallbox, sehr schön. Und die Unterseite ist ebenfalls glatt schwarz. Und dann haben wir hier noch einen Aufkleber. Hier lesen wir dann Local Bastards Krone der Schöpfung Ausstattung, also der Boxinhalt. Einmal Digipack, also das Album. Dann haben wir mit dabei einen Patch, die Gürtelschnalle, einen Button, eine Fahne und einen Aufkleber. Hier rechts gibt es wieder einen Barcode, die Webseite Local Bastards und Rookies und Kings, das Label. Und Soul Food, die haben den Vertrieb gemacht. Und dann haben wir noch Harder Entertainment. Okay, also das so mehr oder weniger die Credits zum Album. Dann werden wir das Ganze mal öffnen. Gefällt mir gut, man kann den Boxdeckel abnehmen, ist nicht so regulär zum Klappen, sondern wirklich abnehmbar. Sehr schön. Dann haben wir hier zwei Luftpolster. Ja, da sollten sich einige mal ein Beispiel dran nehmen, dann klappert das auch nicht so rum und fliegt irgendwie in der Box, in dieser Metallbox herum und wird dann beschädigt bei euch ankommen. So hat man das hier sehr gut gelöst. Wir haben hier einmal das Album an sich, dann haben wir eine Autogrammkarte, eine Gürtelschnalle, den Patch, einen Sticker, einen Button und die Fahne. Von innen ist die Box in diesem Silber gehalten. Wir packen das Ganze mal wieder zu und machen die Box dabei zur Seite. Und nachdem hier ja diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir die mal aus der Folie holen. Also wir haben hier einmal diese Gürtelschnalle, die man hier in einer Luftpolsterfolie bekommt. Da hat man auch mitgedacht, dass sie dann nicht rumfliegt und andere Boxenhalte beschädigt oder zerkratzt wird. Da ist die gut aufgehobene Luftpolsterfolie. Dann haben wir eine Fahne, auch in Folie, und natürlich das Album an sich, welches ebenfalls noch eingeschweißt ist. So. Aber jetzt. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier das Album in einem Digipack. Es ist das vierte Album der Local Bastards und auch das erste Release, das jetzt als Box erschienen ist. Wir haben hier das Cover ident wie auch schon vom Boxdesign her. So sieht das Ganze von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Davon wurden ja auch schon diverse ausgekoppelt als Videos. Und zwar 4 Tracks gab es ja schon als Videos. Und zwar einmal Rattenfänger, Alles oder Nichts, der kam glaube ich erst heute oder gestern raus. Dann war noch der Track Spiegelbild Nummer 11
Und dann gab es noch Rattenfänger, Priester, Spiegelbild und alles oder nichts. Ja, genau. Also diese vier wurden ausgekoppelt. Und was lesen wir hier noch? Heile Welt Neuaufnahme 2019. Okay, das ist scheinbar ein älterer Track. Credits und Barcode auch hier wieder drauf. Dann schauen wir mal hinein. Wir kommen zum Booklet. Jawohl, genau so will ich das sehen. Wir haben hier die Tracks mit allen Lyrics mit dabei. Das finde ich immer sehr schön. Das wünsche ich mir generell für alle Booklets, dass man hier wirklich die Lyrics Wort für Wort abtippt. So muss das sein. Hier kann man dann mitsingen oder nachlesen. Dann haben wir hier über die Doppelseite die vier Herrschaften abgebildet, die die Local Bastards bilden, also die Bandmitglieder. Weitere Lyrics, also ihr seht schon sehr textlastig das Booklet. Orange, Schwarz und Weiß hier dominiert. Local Bastards. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits zum Album. Also hier sehen wir dann, wer hat produziert, gemixt, gemastert und so weiter. Jawohl. Gut, dann haben wir auch noch die Interpreten plus den Albumtitel. Die Album-CD ebenfalls in Orange, Schwarz und Weiß gehalten. So sieht das aus. Und auch hier haben wir wieder die vier Herrschaften abgebildet. Sieht so aus wie mit einer Unterführung oder eventuell ist das eine U-Bahn oder ja, eine Schnellbahnstation, je nachdem. S-Bahn, U-Bahn. Dann packen wir das wieder rein, das Booklet. So, dann haben wir einen Patch mit dabei. Der ist in Schwarz und Weiß gehalten, rechteckig. So sieht das aus, Local Bastards. Also hiermit kann man sich dann als Fan zu erkennen geben. Dann haben wir einmal diesen Button hier mit dabei. Hier haben wir dann auch wieder das Albumcover drauf. Kreisrunder Button, den man dann hier mit dieser Sicherheitsnadel entsprechend anbringen kann. Ein Sticker. Es ist zwar nur einer, aber dafür ist dieser recht groß, quadratisch gehalten und auch hier haben wir wieder das Albumcover drauf. Okay, also Hochglanzsticker hier. Dann die Gürtelschnalle. Das sieht man echt selten in Boxen. Also wir haben hier eine silberne Gürtelschnalle und das ist nicht nur irgendwie aufgemalt oder aufgedruckt, sondern wir haben hier wirklich das Ganze geprägt. Hier entsprechend, hier kann man das sehen, dass sich das hier so entsprechend hervorhebt. Schön gemacht. Hier in Schwarz noch gefüllt die Buchstaben. Auf der Rückseite sieht das so aus. Bedeutet, man kann hier einen regulären, so einen Gürtel, so einen Ledergürtel durchführen und dann hier mit diesem Dorn entsprechend dann festmachen in der Öffnung, in dem Loch, wo man das Ganze dann bevorzugt, größentechnisch. Und dann kann man auch hier die Local Bastards auf seinem Gürtel repräsentieren. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte und was besonders erfreulich ist, obwohl es ja vier Typen sind, sie haben es tatsächlich geschafft, dass auch alle vier unterschrieben haben. Und das ist auch wirklich original, die Unterschrift. Man kann das hier sehen mit weißen Stiften hier unterschrieben. Jawohl. Es gab dazu sogar ein Video, wo man wirklich sieht, wie die vier ja, tagsüber an ihrem Wohnzimmertisch sitzen und jede Menge dieser Karten hier unterschreiben. Sehr schön. Also hier wirklich Julian, Ronny, Michael und Tobias. Alle vier Jungs haben hier unterschrieben. Rückseite blank weiß. Also die Autogrammkarte hier im Querformat. Und dann haben wir noch eine Fahne mit dabei. Und die ist, ja, die ist recht groß. Wir schauen uns das Ganze mal an. Okay, jetzt habe ich sie genau auf der falschen Seite. Einmal nochmal umdrehen. So. Also, wie zu erwarten, haben wir auch hier wieder das Albumcover drauf im Querformat. Hier wieder dieser riesengroße Schädel mit dieser Krone, mit dieser Nagelkrone. Rechts unten lesen wir dann wieder Local Bastards. Der Albumtitel ist diesmal nicht dabei. Wir haben hier jeweils zwei Nähte an der Längs- und an der Breitseite. Und was auch schön ist, wir haben hier diese Metallösen an jeder Ecke. Also wirklich alle vier, ihr könnt das sehen, alle vier Ecken verfügen über solche Metallösen. Bedeutet, wenn ihr das Ganze dann wirklich aufhängen wollt, je nachdem, seitlich oder oben, ganz egal, dann habt ihr hier diese Metallösen, damit das Ganze nicht so durchreibt, nicht so durchscheuert.
und das auch entsprechend lange hält. So, jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo einen Zettel vorfinden, der uns irgendwie Aufschluss darüber gibt, was wir hier für Material her vor uns haben oder wo das Ganze hergestellt wird. Aber ich befürchte, ich kann jetzt hier keinen Zettel sehen. Naja, nicht weiter schlimm. Ich gehe mal davon aus, wie die meisten Fahnen, dass es sich hierbei um Polyester handeln wird. So, dann legen wir die Fahne mal wieder halbwegs zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat. Dann die Autogrammkarte, unterschrieben von allen vier Bandmitgliedern. Der Sticker quadratisch. Dieser Patch im Querformat. Der Button mit dem Albumcover drauf. Die Gürtelschnalle. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks im Digipack, das Ganze. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Krone der Schöpfung von Local Bastards. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Local Bastards unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.